Mongolische Rennmäuse sind als Haustiere sehr beliebt. Den quirligen Nagern sieht man gerne zu und schließt sie schnell ins Herz. Leider passiert es häufig, dass Rennmäuse nicht artgerecht gehalten werden. Markus Brunner von der Initiative Nagerschutz kümmert sich unter anderem um solche Fälle und hat in seiner Wohnung eine Auffangstation für bedürftige Fellnasen eingerichtet. Aber wie fühlt sich denn eine Rennmaus wohl? Markus zeigt uns heute, wie man die Nager richtig hält. Vor allem brauchen sie viel Platz zum Austoben. Rennmäuse hält man am besten in Glasbecken, in alten ausrangierten Aquarien, und es sollte mindestens 1 Meter mal 40 cm groß sein. Die Einrichtung des Aquariums ist die Grundlage für einen zufriedenen Nager. Zuerst schichtet Markus Stroh in den Käfig. So wird der Untergrund schön locker. Ein Karton dient als Unterschlupf. Dann kommt erst das Streu. Es ist wichtig, dass das Aquarium hoch eingestreut wird, damit die Fellnasen ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Graben und Buddeln, nachgehen können. Mit einer zweiten Ebene im Käfig schafft Markus eine Klettermöglichkeit und noch mehr Platz zum Wohlfühlen. Mongolische Rennmäuse brauchen viele Unterschlupfmöglichkeiten, weil sie Fluchttiere sind und sich ganz schnell verstecken wollen, wenn sie etwas erschreckt. Nicht fehlen darf ein Gefäß mit Sand. Das ist für die Fellpflege. Ja, richtig gehört. Rennmäuse baden nämlich im Sand. Dazu kommt noch eine Wurzel zum Klettern, ein weiteres Versteck und Zweige zum Nagen. Küchenkrepp und Heu brauchen die Nager zum Nestbau. Dann natürlich noch Wasser und Futter. Die meisten Menschen denken, Rennmäuse sind Vegetarier. Das stimmt aber nicht. Zu einer gesunden Ernährung gehören auch lebende Insekten, zum Beispiel Mehlwürmer. Zum Schluss kommt noch der Deckel auf das Aquarium und daran ist etwas Besonderes befestigt, ein Laufrad. Anscheinend ist das nicht nur etwas für Hamster. Mäuse brauchen ein Laufrad, weil sie in der Natur auch viele Kilometer zurücklegen, um Futter zu sammeln. Diese Möglichkeit haben sie in Gefangenschaft nicht und brauchen aber eine Möglichkeit, um sie auch zu powern. Ganz wichtig, das Laufrad muss mindestens 25 cm hoch sein, sonst bekommen die Nager Rückenprobleme. Das Mäuseparadies ist jetzt fertig eingerichtet und wartet auf seine neuen Bewohner. Die bringt Maximilian, der Sohn von Markus, mit. Hi, ich habe die Rennmäuse mitgebracht. Prima, Maximilian. Ich habe mich schon vorbereitet. Das sind Emma und Manon. Sie erkunden sofort ihr neues Zuhause. Die ehemalige Besitzerin der beiden bekam so viel Mäusenachwuchs, dass sie den Überblick verloren hatte. Die beiden Nager sind jetzt bei Markus in Pflege, bis sie weitervermittelt werden können. Rennmäuse sind keine Einzelgänger, die muss man in Gruppen halten. Am besten zwei Männchen oder zwei Weibchen. Wenn man jetzt ein Männchen und ein Weibchen zusammentut, vermehren die sich ganz schnell. Das heißt, Rennmäuse kriegen alle 4 bis 5 Wochen ungefähr 4 bis 10 Jungtiere. Mongolische Rennmäuse werden in der Regel etwa 3 Jahre alt. Wenn man sich ein solches Tier zulegen möchte, muss man vorher bedenken, dass Mäuse keine Kuscheltiere sind. Tiere sind keine Spielzeuge. Tiere sind Lebewesen, die muss man respektieren. Aber man kann sich natürlich mit ihnen beschäftigen. Man muss Vertrauen mit den Tieren kriegen, dann kommen die auch von der Hand, dann kann man sie auch streicheln. Aber nur so weit, es das Tier will. Wenn man merkt, das Tier hat keine Lust mehr, dann sollte man aufhören. Obwohl es keine Kuscheltiere sind, macht schon Spaß, die zu beobachten. Weil die tollen rum, die spielen miteinander, die baden im Sand. Und manchmal ist es auch süß, wenn sie es einfach fressen. Und man kann sie schon mal hochnehmen und mal auf der Hand laufen lassen oder sowas. Oder mal im Freilauf, dann können wir auch ein bisschen mit denen spielen. Wenn du dir Rennmäuse anschaffen möchtest, dann kauf dir bitte keine aus der Zoohandlung. Diese Nager kommen aus Massenproduktionen, wo die Zuchttiere sehr schlecht gehalten werden. Besser, du holst dir deine Fellnasen bei einem Züchter, dem Tierheim oder dem Tierschutzverein. Wichtig ist, dass man sich, bevor man ein Tier anschafft, ist egal, ob es eine Rennmaus ist oder ein Hund, dass man sich vorab intensiv informiert. Wie muss ich ein Tier halten und kann ich die Ansprüche auch erfüllen? Und man sollte sich auch bewusst sein, so ein Tier lebt 3 Jahre. Habe ich auch so lange Zeit und Interesse, mich um das Tier zu kümmern? Und habe ich auch die Geduld, mich um das Tier zu kümmern, wenn es alt und krank ist? Und habe ich auch die finanziellen Möglichkeiten, wenn das Tier krank ist, das zum Tierarzt zu bringen? Obwohl eine Rennmaus so klein ist,
hat sie doch ganz schön viele Bedürfnisse.